jeder gratuliert und natürlich auch, also herzlichen Glückwunsch, wie heißt das, königliche Hoheit, das ist, glaube ich, der richtige Begriff, Harry und Meghan. Meghan macht ja einen sehr normalen Eindruck, auch er, Prinz Harry, wirkt ja eigentlich wie so ein Kumpel von nebenan. Man darf aber nicht vergessen, dass kein einziges Kind aus dem Königshaus auch nur annähernd so aufwächst wie jetzt tatsächlich ein Junge oder ein Mädchen aus der Nachbarschaft. Also wir werden von einer erstmal schon mal extrem abgesicherten Kindheit sprechen. Wir werden auch von einer Kindheit sprechen, die, bei der man sicherlich versuchen wird, es so nahe wie möglich an die Normalität ranzubringen. Aber es wäre komplett unrealistisch zu glauben, jetzt wächst ein Kind wie in der Nachbarschaft vorne links oder vorne rechts auf. Nein, da sind Sicherheitsbedenken, die eine große Rolle spielen. Da sind auch einfach die Verpflichtungen des Königshauses, die natürlich auch für Harry und Meghan gelten und viele andere Faktoren mehr. Hier wird ein Kind aufwachsen, das vielleicht nicht im Paradies groß wird, aber dass jedenfalls sich um die finanziellen und ökonomischen Belange keinerlei Sorgen machen muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden jetzt mit dem Kind in die USA sich absetzen, halte ich doch für relativ gering. Also ihre Verbindung zu ihrem Elternhaus in den USA, auch generell zum amerikanischen Leben, ist nicht so ausgeprägt, dass man sagen würde, also bei ihr zieht alles zurück in die USA. Übrigens anders als bei Grace Kelly und seinerzeit Fürst Rainier, die ja schon einen starken Drall Richtung zurück, USA zurück, Showbranche hatte. Nein, Meghan scheint in Großbritannien gut angekommen zu sein, scheint sich da wohl zu fühlen und insofern, man kann jetzt über alles Mögliche spekulieren, das ist auch ganz natürlich, weil irgendwelche Nachrichten müssen produziert werden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt beide sich in die USA gehen, in eine alte Kolonie in Anführungszeichen, halte ich für außerordentlich gering. Charles und vermutlich auch Camilla gehören sicherlich zu den jetzt Großeltern erneut, die vermutlich gerne in der Nähe vor allem des Enkelkindes wären. Andererseits sind sie beide so souverän, so gewohnt, dass alle Familienmitglieder erstmal selbstständig sind, dass sie genauso handeln werden wie die Großeltern. Die werden nicht am ersten oder zweiten Tag jetzt vor lauter Schmerz nicht mehr ein- und noch auskennen, dass sie jetzt in Deutschland sind und eben nicht an der Seite des Sohnes und des Enkelkindes und der Schwiegertochter, sondern sie werden normal ihrem Geschäft nachgehen, werden sich freuen, werden aus der Ferne, in dem Fall Deutschland, sofern ist es ja nicht mal, teilhaben an jetzt den ersten Tagen nach der Geburt. Aber das ist ganz normal, dass die Großeltern nicht sofort da auf der Matte stehen. Es wird ja immer wieder gemunkelt, ja, es gibt jetzt irgendwie fast so eine Art von, nennen wir es mal etwas platt, Stutenbissigkeit zwischen Kate und Meghan. Mal abgesehen davon, dass das wahrscheinlich zu 2/3 bis 3/4 nur einfach willkürliche Gerüchte sind und selbst beim Rest man es nicht wirklich sagen kann, ist sicherlich ein Kind etwas, was dann die Menschen wieder vereint. Also sollte es tatsächlich jemals, ich bezweifle das, aber jemals Spannung gegeben haben, dann ist so ein Kind etwas, was dann alle Disharmonie bei weitem überstrahlt und einfach alle Mütter wie noch nicht Mütter mit großer Freude erfüllt.